Ob Skispringen, ob Freistilringen, beim Beachvolleyball ist Ader voll, beim Obfahrtsrennen, aber nicht nur in Wengen, auch beim Kajaksport gibt's dieses Wort. Egal welcher Sport da rennt, jede Veranstaltung ist heute ein Event. Und sobald man was Event nennt, ist ja klar, dass er jeder hier rennt, weil da gibt's einen Haufen Bier zum Saufen und Österreich-Fahnen in jeder Größe zum Kaufen. Und ich denk mal, als armer Student, ich mach jetzt aus meinem Klogang ein Event. Ja, ich scheiß auf Events. 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 So wird die Veranstaltungsserie von mir benannt. Es wird sich schon sehen, das wird nur weit bekannt. Bei eBay kauf ich mir ein Dixi-Klo. Statt Event mach ich ein Plexiglas, wie das macht mich froh. Das Dixi-Klo hängt mir mit einem Kran in die Luft. Die Location muss im Freien sein, eh klar wegen einem Duft. Aber es findet bei jeder Witterung statt, weil die Tribüne auch Überdachung hat. Und ich engagier 3-4 internationale Bands, dass wir kurz Pausprogramm für über 10.000 Fans. Sponsorpartner hab ich auch schon haufenweise gefunden. Das Ende werden wir mit einer Red Bull Flugshop runden. Die Fernsehrechte hab ich verkauft an den ATV, weil an den sei Zielgruppen richtet sich das genau. Ja, ich scheiß auf Events. 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 Dies ist das Lied zum Werbespot, der jetzt schon im Fernsehen rennt. Ich bin mir sicher, dass den Boulder jeder kennt. Am Tage der Veranstaltung steht's in jeder Zeitung. Mehr als 50.000 Leit und alle sind bereit. Für unsere Fernsehzuschauer haben wir einen Thomas Sickerer. Der hat mit einer Kamera im Gesicht grad sein Geschäft verrichtet. Doch jetzt geht's richtig los. Da tut sie was in meiner Hose. Weißbiersturmer, indisches Menü, die Vorbereitung war ganz schön viel. Ein bengalisches Lied im Publikum, die Menschen jubeln rund um und um. Das Event läuft noch Programm und mittendrin mein Klogang. Ja, ich scheiß auf Events. 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 Das Event ist super gelaufen. Ich werd mir jetzt einen Porsche kaufen. Was lernen wir aus der Geschichte? Die Leute sind viel zu oft dicht. Man gibt ja einen Haufen Bier zum Saufen und sie werden da jeden Scheiß auch kaufen.